Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K18 Universe. Wir machen weiter, weil organisatorisch gibt es nichts zu bereden, deswegen können wir uns direkt in die nächste Show stürzen. Ich habe gesehen, letztens die eine Folge hat allein, glaube ich, 7 Minuten nur an organisatorischen Kram in Anspruch genommen, was ich erzählt habe. Deswegen freuen wir uns darauf, heute gibt es wieder direkt ein bisschen Action. Los geht's. So, an der Karte habe ich nichts geändert, hat mir ganz gut gefallen, so wie sie war. Dolph Ziggler gegen Randy Orton, das ist auch mal was Frisches. Randy Orton haben wir gar nicht so viel gesehen in letzter Zeit, seit seinem Shake-Up-Wechsel. Das gewinnt Randy Orton. Dann Dean Ambrose, Kurt Hawkins, Andy Andrews und Azu, 2 Abonnenten in einem Match, in einem Fatal 4-Way-Match. Kann sein, dass es hier irgendwie um das Intercontinental-Ding geht, ich weiß es nicht. Ich denke irgendwie auch die ganze Zeit noch, dass Dean Ambrose Intercontinental-Champion ist, aber ist gar nicht mehr so. Das ist Elias mittlerweile und Azu holt den Sieg. AJ Styles gegen Ace Winchester. Also wir können sagen, das Stable hat sich hier definitiv etabliert bei Raw. Es gewinnt AJ Styles. Dann Nia Jax gegen Dana Brooke. Nia Jax gewinnt. Was haben wir noch? Dann die Usos gegen die Infiltrators, das Tag Team Marco und Green Dragon. Und das gewinnen die Usos diesmal. Aber die Infiltrators sind auf Platz 5 im Championship Ring. Dann Seth Rollins gegen Jack White im 6. Match des Abends. Und es gewinnt Seth Rollins. Und im Main Event Jeff Hardy gegen Heath Slater. Und es gewinnt Heath Slater. Wie kann das denn passieren? So, in die News gucken wir natürlich auch wieder rein. Da haben wir Heath Slater griff Jeff Hardy auch nach dem Match weiter an. Und Marco und Green Dragon beschuldigen sich gegenseitig für die Niederlage. Können sie sich noch gegen ihre Rivalen zusammenraufen? Oh, da gibt es ersten Stress bei den Infiltrators. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Championship Ranking schauen wir auf jeden Fall nochmal rein. Seth Rollins ist weiterhin natürlich der Champion. Hier das Ranking. Wieso ist Hideo Itami denn hier drin? Das ist doch irgendwie nicht so ganz richtig. Ja, hier sieht das schon mit Elias. Azu hat einen Sprung gemacht auf die 8. Aber das freut mich, dass jetzt hier die ganzen Leute dann doch mal so langsam auftauchen. Dann bei den Frauen. So, Dana Brooke, Natalya auf 6 und 7. Und hier die Hardy Boys weiterhin auf der 1. Die Usos auf der 2. Und die Infiltrators auf der 5. So, damit gehen wir dann mal zu SmackDown. Schon. Was da so passiert. So, hier sehen wir wieder den Mainscreen und damit geht's auch dann wieder los in die Show. So, SmackDown beginnt. Wir haben im Opener Austin the Sheriff, Zack Ryder und Baron Corbin. Also ich kann euch so viel sagen. Ich habe diese Karte auch nicht bearbeitet. Ich finde es momentan krass, was hier passiert. Aber diese Bugs eben in den Nebenshows finde ich ein bisschen kurios, dass da Leute auftreten, die da gar nichts zu suchen haben. Weil hier ist jetzt schon wieder geil. Hier sind ein paar Leute dabei, die auf jeden Fall von den Abonnenten sind. Austin the Sheriff hier gegen Zack Ryder und Baron Corbin. Und Baron Corbin gewinnt allerdings. Mickie James gegen Tamina. Mickie James gewinnt. Charlotte mischt sich in das Match rein. Hat anscheinend Tamina ausgeschaltet. Die hat nur Feinde, sehe ich gerade, Charlotte. Bray Wyatt gegen Torben Koller. Das ist auf jeden Fall eine krasse Matchgestaltung, wenn man überlegt, was Torben Koller für ein Riese ist. Und es gewinnt sogar Torben Koller, setzt sich gegen Bray Wyatt durch. Sin Cara, Shinsuke Nakamura, Mr. Mixeroid und Big Cass. Und es gewinnt Shinsuke Nakamura. Dann haben wir Lasso Kate gegen The New Day. Das gewinnt The New Day. Finn Balor hält eine Promo. Und ich habe im Main Event ein Match gegen Kevin Owens. Dann lassen wir uns mal überraschen, was hier bei dem Match heute rauskommt. Wir vorstellen, dass hier heute wieder unsere Freunde von Truth and Consequences auftreten, wenn die schon kein Match haben, außer Lasso Kate. Hier sehen wir auf jeden Fall mich, mal aus einer anderen Perspektive, ist ja Wahnsinn. Ja komm, skippen wir. Die Evo Liars World Tour. Und Kevin Owens, das finde ich so dumm. Es wurde so viel gepatcht schon hier in dem Spiel. Unter anderem auch der Entrance von Batista, warum hier Kevin Owens nicht einen neuen Entrance bekommen hat, weil dieses New Face of America, das lief ja gar nicht so lang. So, den werden wir auf jeden Fall nicht unterbrechen. Der muss nicht unterbrochen werden, der ist lieb. Im Vergleich zu diesen Kriminellen von Truth and Consequences ist der sehr, sehr lieb, Kevin Owens. Aber komm, reicht doch. Szene überspringen. Wollen in das Match rein. So, KO. Direkt mal hinten packen. Das hat gut funktioniert. Okay, dass der jetzt so hinfällt, hätte ich nicht gedacht. Ah, da kommt aber schon mal der erste Konter von ihm.
jetzt kann ich mir nicht kontern, warum auch immer. Ah, jetzt, alles klar. Da ist das Ding. Nein! Verdammt. Lass mich los. Ah, den Move finde ich eigentlich ganz cool von KO. Holen wir uns lieber mal raus. Who wants to walk? Nein, Mann! Zu spät, verdammt. Das war aber mal nix jetzt hier. Ah! So, jetzt aber. Bisschen hier zurück ins Match finden. Boah, so was Seil klettern. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Oh, shit, Mann. Ich kann nicht kontern gerade. Jetzt bin ich natürlich in einer richtig doofen Situation. Kevin Owens kann das viermal. Nein, Mann, das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Du kriegst mich nicht. Doch, er kriegt mich. Verdammt. Oh, den hatte ich mal eine Zeit lang bei WWE 2K17 in meiner Karriere. Danke, dass du mich pinnen willst. Dadurch komme ich zu früh. Ich bin in einer richtig beschissenen Situation gerade. Ach komm, ey, was mache ich denn? Alter Schwede. Ja gut, ist vielleicht nicht so verkehrt, dass ich mal jetzt außerhalb vom Ring bin. Alles klar. Oh, richtig schlechtes Match von mir jetzt. Darauf hat er gewartet, glaube ich. Ach komm, ey. Natürlich hat er darauf gewartet. Er wusste es. KO macht einen richtig guten Eindruck. Und ich liefere eines meiner schlechtesten Matches überhaupt ab. Hallo, wir werden gleich ausgezählt, Herr Owens. Ja genau, werfen wir einfach den Ring zurück. Sehr gut. Ja, chill eine Runde. Wie komme ich eigentlich auf 71% bei der Kacke, die ich hier gemacht habe bis jetzt? Nein, zu spät. Okay. Er hat mir keinen abgenommen. Das finde ich sehr schön. Und wir bekommen auch wieder einen dazu. Also Reversal. Nochmal ein Splash im obersten Seil. Zwei Stück haben wir wieder. Ach komm, KO. So, Signature ist da. Aber ich glaube, Owens seiner wird auch nicht so lange brauchen. So, persönlicher Flair. Nein, Mann! Das gibt's nicht. Er reverselt das ganze Ding. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nicht kontern und er haut mir jetzt seinen Finisher rein. Das ist nicht gut. Oh Mann, ey. Ich muss den Finisher, den Widerstand nutzen. Ich wäre da nicht rausgekommen. So, ich habe ein Comeback. Steh auf, Mann! Ich muss mein Comeback nutzen. So, das ist auf jeden Fall schon mal gut gegangen. Ja, shit, nein, das sollte ich vielleicht nicht benutzen. Obwohl, der wird ja wohl jetzt keine 28% da reindrücken. Nee, hat er auch nicht. So, jetzt aber komm. Geht doch. So, den heben wir uns mal auf, weil das macht jetzt noch keinen Sinn. Bei dem Zustand, den er aktuell hat, wäre das einfach so wie gestern. Das war einfach perfekt, wie wir das gemacht haben. Gegen Francisco. So, jetzt ist aber Kevin in einer richtig blöden Situation. Weil er hat noch einen Reversal. Hat das Blatt gewendet. Steh auf, Mann. Steh auf.
Komm, mach was. Ja, das war klar. Den letzten hebt er sich auf. Das ist was, das müssen wir beobachten. Komm, gibt's das Ganze direkt nochmal, wenn sich das schon anbietet. Auch wenn es jetzt mega lahm ist. Aber das geht halt auf den Kopf. Das ist eigentlich mein einziger gefährlicher Kopfmove, den ich habe. So, jetzt hat er wieder einen Konter reingehauen. Ich falle einfach mal so aus dem Ring, alles klar. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Oh nein, jetzt tritt ja auch die Finger, der Dödel. Okay, alles klar. Danke, Kevin. Danke, dass du jetzt gerade nicht kontern kannst. Komm, dann drücken wir mal den Spear rein. Schauen wir mal, ob das schon ausreicht. Ich glaube nicht. Aber Widerstand könnte natürlich kommen von ihm jetzt. Es reicht! Alles klar. Und Kevin Owens hier, einen der härtesten Typen hier im Spiel, reicht es, wenn ich ihm einen Finisher reindrücke. Alles klar. Und manch anderer hier, da reichen 75 Moves nicht. Aber bin ich... Ja gut, der Anfang war richtig kacke von dem Match, aber am Ende war ich dann doch zufrieden, als ich dann wieder ein bisschen so zu mir gefunden habe und auch wieder die Konter zur Verfügung hatte. Hier sehen wir das Ganze, wie ich gewonnen habe. Ein 4-Sterne-Match war's. Aber ausbaufähig. Aber ich habe mich gefreut, dass auf jeden Fall mal wieder ein anderer Gegner war. Das hat schon ein bisschen frischen Wind reingemacht. Auch dadurch, dass eben die ganzen NXT TXN-Leute jetzt hier reingekommen sind. Weil dadurch sind nämlich viele, die vorhin im US-Ranking waren, unter anderem auch Kevin Owens, plötzlich hier in dem WWE Championship-Ranking drin. Ja, dann gucken wir mal weiter und schauen, was bei... Was kommt denn jetzt? NXT oder kommt ein Main Event? Ich weiß gar nicht. So, in die News gucken wir auf jeden Fall erstmal rein. Und da ist nur eine Sache. Charlotte hat Mickey James vor dem Match angegriffen. Championship-Ranking. Ja, Shinsuke Baron Corbin. John Cena. Stimmt, John Cena ist jetzt auch hier. Den haben wir rübergepackt. Hergi, Valenti, Ty Dillinger, Francisco auf der 3. Ja, das könnte einen interessanten nächsten Pay-Per-View geben. So, das ist dann hier das Ranking. Dann nochmal die Frauen. Aber hier ist auch nicht so viel Unterschied. Wo sind denn hier? Truth and Consequence auf der 7. Ja gut, die haben das Match verloren. Okay, macht dann natürlich Sinn. Was haben wir denn für Rivalitäten aktuell? Oh, Charlotte gegen Mickey. Wie lange geht der Quatsch? 5 Wochen. Das haben wir auch 5 Wochen. Und Valenti und Hergi noch 13 Wochen. Okay, die haben was Längeres. Und ich habe hier wirklich eine Runde mit Francisco Valesca. So, Raw. Hier ist doch ein Bug. Wie lange geht die? Hier steht die ganze Zeit eine Woche verbleiben. Wir gucken uns das morgen dann nochmal an. Wenn die dann immer noch da ist, dann lösen wir die Rivalität auf. Das macht ja gar keinen Sinn. Da steht schon die ganze Zeit eine Woche. Es blockt ja alles nur. So, nächste Show. TXN. Quatsch, NXT natürlich. Und dann kommt Main Event. Und ja, dann kommt TXN. Machen wir mal weiter. Das Problem ist auch, weil die Gäste haben mich ja gemeint, ja, sagt mir bitte, was jetzt richtig und was falsch ist. Dadurch, dass wir jetzt eine neue Nebenshow haben, ich weiß eben aktuell noch nicht auswendig, wer da jetzt reingehört und wer nicht, weil eben vorher hatten wir nur eine Nebenshow, wo wirklich alle von euch drin waren und jetzt ist das noch ein bisschen Chaos. Also auf jeden Fall Drew McIntyre gegen Metin Owens, Drew McIntyre gegen No Way Jose gegen René Kerner, René Kerner gewinnt. Da ist eine neue Feindschaft entstanden. Ist die Rivalität rum hier mit, Alexander Wolf anscheinend. Roderick Strong gegen Cassius Ohno. Cassius Ohno gewinnt. Nick Miller und Shane Thorne gegen Alexander Wolf und Rick Dean. Was macht eigentlich Alexander Wolf hier mit anderen Leuten die ganze Zeit? Der ist doch Teil von Sanity. Nick Miller und Shane Thorne gewinnen auf jeden Fall. Killian Dane und Eric Young, also Sanity, gegen Warlock und Living Tombstone. Da mischen sich einfach mal die Office of Pain ein und haben sich mal wieder neue Feinde gemacht. Ja, und dann Andy Russ gegen Samoan Alpha im 6. Match zusammen. Samoan Alpha gewinnt das Ganze. Und im Main Event Wonder Kid gegen Nils, der ja auch gestern irgendwie bei der Nebenshow aufgetaucht ist. Wonder Kid gewinnt. Ha, das ist die Rache dafür. So, was haben wir denn so hier in den News? Auch nur eine Sache, Match zwischen Andy Russ und Samoan Alpha ist zur Schlägerei ausgeartet. Championship Ranking. Drew McIntyre.
Simone Alpha. Also Simone Alpha ist momentan sehr weit weg vom Aufstieg. Wonder Kid hat ganz gute Chancen. Der ist zweimal hier Hauptherausforderer. Aber gut, das hat ja nichts zu sagen. Für den Moment. So, hier die glorreiche Liste. Und dann gehen wir zum Main Event. So, Marco Orton gegen Metin Owens. Marco Orton gewinnt. Harrison Adjaye gegen Rick Dean. Harrison Adjaye gewinnt. Dann Dave Vader, Alexander. Ey, das nervt mich einfach so, dass der Typ dabei ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Living Tombstone Marius. Dave Vader gewinnt. Wild Harlequin, Ace DeWalco und IT. Wild Harlequin gewinnt Petro und Mark Barrett in einem Match. Aber ich kann jetzt halt wirklich nicht jede Show mir vorher dann so nochmal die Karte angucken. Gerade hier bei diesen Nebenshows eigentlich nicht. Bin ich ja ewig mit dran. Pedro gegen Mark Barrett gewinnt der Mark Barrett. Banks Boss gegen den Nils im sechsten Match gewinnt der Nils. Und Wonder Kid gegen Jason the Beast. Und das gewinnt Wonder Kid. Seine Siegesserie ist wieder da. So, die News brauchen wir nicht gucken, weil das nur die Nebenshow ist. Aber ich kann es euch schon mal zeigen hier. Cedric Alexander ist in dieser Liste nicht drin. Hier ist keiner drin, der hier nichts verloren hat. Ist völliger Schwachsinn einfach, was hier passiert momentan. Also sollte übrigens einer gerade in der Liste sich vermisst haben, dann sagt mir aber Bescheid, weil dann ist mir wahrscheinlich ein Fehler passiert. Aber vorher machen wir natürlich mit TXN weiter. Was haben wir denn Schönes? Pedro gegen Valentino. Valentino gewinnt. Peyton Royce gegen Ember Moon. Peyton Royce gewinnt. Dann Jason the Beast gegen Lars Sullivan. Jason the Beast gewinnt. Billy Kay gegen Nikki Cross. Billy Kay gewinnt. Harrison Adjaye gegen Tomato Pianca. Tomato Pianca finde ich eigentlich besser. Kono Pianca. Dann haben wir Mark Barrett gegen Wild Harlequin. Wild Harlequin gegen Diego Rodriguez und Marco Orton gegen Jones Montana und Jordan. Ja, hier bilden sich jetzt schon wieder so Grüppchen. Und auf jeden Fall Diego Rodriguez und Marco Orton gewinnen. Gucken, was in den News drin steht. Auch nur eine Sache. Nikki Cross hat es Billy Kay heimgezahlt. Championship Rankings. Jones Montana. Weiterhin der Champion natürlich. Jason the Beast, Banks Boss, Pedro. So lippt das hier. Solltet ihr euch noch nicht in der Liste hier sehen übrigens, liegt es daran, weil ich vorproduziert habe. Aktuell gibt es keine Warteliste. Also ihr kommt auf jeden Fall rein, wenn euer Charakter den Teilnahmebedingungen entspricht. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass ich momentan vorproduziert habe und deswegen seid ihr noch nicht drin. Weil ich nehme nicht jeden Tag eine Folge auf, ich nehme immer so meine 5 bis 10 Tage meine Folgen auf und dann lade ich die hoch, weil ich eben nicht immer Zeit habe oder nicht täglich Zeit habe. So, Saturday Night's Main Event. Ich wette, es ist wieder irgendein Wrestler dabei, der nichts verloren hat. Haben wir es schon wieder. Der Nils gegen Francisco Balesca und der Nils gewinnt auch noch. Dann Laporte, Atsu, der Iceman, Aaron Tyler, Tommy, Daniel Real, Andy Andrews und James. Das gewinnt der Iceman. Z-Nex, Leon Robinson und Austin the Sheriff. Das gewinnt der Z-Nex, der Mann mit der Maske. Ace Winchester gegen Niklas the Ace. Ace Winchester gewinnt. Basu gegen Jack White. Basu gewinnt. Mr. Mixeroid, Valenti, BDG und David Cole in einem Match. Das gewinnt wieder Valenti, der pusht sich jetzt. Und Torben Kollert gegen Hergi Nator im Main Event. Und das gewinnt der Hergi. Er stoppt den Torben Kollert. Ja, News brauchen wir nicht gucken. Wir gehen in die nächste Showwoche rein. Und was haben wir denn jetzt? Juni. Juni ist schon wieder, Leute. Haben wir den Monat ein Pay-Per-View? Oh, guckt euch an. NXT TakeOver steht kurz bevor. Das bekommt ihr dann, Moment, morgen ist die Woche, übermorgen, übermorgen. Also, ja, genau einen Tag weiß ich jetzt nicht. Aber NXT TakeOver steht kurz bevor. Es geht zur Sache. Wir dürfen gespannt sein. Und Money in the Bank ist dann auch schon den Monat. Also hier geht's richtig rund. Und da Extreme Roots. Aber das ist erst im Juli. Das dauert ja noch ein bisschen. Na gut, dann schauen wir nochmal ins Power Ranking rein. Heath Slater auf der 1. Und ja, könnt ihr euch wieder fragen, hey, warum bin ich denn auf einmal hier von Platz 4 auf 112 abgerutscht? Es liegt einfach daran, weil viel zu viele Leute hier drin teilnehmen. Dann hätten wir die Probleme nämlich alle gar nicht.
gar nicht, was ich dir sagen soll. Wir sind jetzt bei der 70. Sind wir bei der 75? Oh, da ist Curt Hawkins auf der 75. Curt läuft bei ihm, ey. Curt Hawkins for the Championship. Aber nicht mein. Der von jemand anderen. Mein kriegt er nicht. Meiner ist mein Schatz, den kriegt niemand. Wir brauchen gar nicht hier irgendwie die Truth and Consequences mir hier dumm kommen auf dem Discord. Ihr kriegt meinen Titel nicht. Wenn ich euch alleine vernichten muss, das ist mir egal. Ich mach euch alle platt. Kommt nur her. So, und damit ist Alicia Fox auf dem letzten Platz. Und dann würde ich sagen, das war's mal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, momentan weiß ich, gibt's keine Segmente, aber man muss euch ja auch hier so ein bisschen, muss ja die Spannung hochhalten. Wir können ja nicht jeden Tag hier so Videosequenzen reinschneiden. So ist dann auch mal die Überraschung wieder größer, wenn dann irgendwann mal wieder welche kommen. Und so könnt ihr so lange grübeln, was könnte als nächstes passieren und so. Auf jeden Fall schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Und konstruktive Kritik lieber reinschreiben, bevor ihr einfach nur ein Dislike wieder da lasst, weil das ist lächerlich. Und damit ist keinem geholfen. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommt gerne auf dem Discord vorbei. Da könnt ihr euch mit den Truth and Consequences Verrückten auch ein bisschen rumschlagen. Dann seht ihr immer, wie es mir momentan den ganzen Tag so geht, wenn ich im Discord rumhänge. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Discord ist natürlich gratis für PC, Smartphone, Apple, Tablet, alles Mögliche. Also schaut ruhig mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine lustige Truppe mittlerweile da. Man findet auch hier für andere Spiele irgendwie Leute zum Zocken. Also geht schon ab. Solltet ihr Social Media Accounts haben, Facebook, Twitter, Instagram, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr dort mal meinen Kanälen ein Abo hinterlasst oder ein Like, ein Follow, wie das auch immer heißen sollte. Aber wie gesagt, registriert euch jetzt nicht nur wegen mir da, sondern nur, wenn ihr dort schon ein bestehendes Abo habt. Ansonsten, wenn ihr auch Bock habt, hier mitzumachen, ich habe es eben gesagt, es gibt momentan keine Warteliste, dann könnt ihr euch einen Charakter erstellen anhand meiner zwei Videos, die auch in der Videobeschreibung drin sind. Dort sind Teilnahmebedingungen von mir aufgelistet worden. Schaut euch die Videos komplett an. Viele machen das, laden irgendwas hoch und dann habe ich doch irgendwas dran auszusetzen. Deswegen schaut euch die Videos komplett an, weil auch wenn sie länger gehen, aber so seid ihr auf der sicheren Seite, dass auch alles cool ist und ihr in den Modus reinkommt. Ja, und wenn euch das Ganze so gut gefallen hat und ihr seid heute das erste Mal hier gewesen, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt, hey, das ist cool, das Projekt, das möchte ich weiter verfolgen. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal meinem Kanal ein Abo hinterlasst, den Weg mit mir geht, Teil der Evo Army werdet. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.